Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf der Musikmesse 2018. Ich habe eben mit Schrecken festgestellt, wir haben Freitag, den 13. Oje, oje. Aber es wird schon alles gut gehen. Ja, vor uns, vor euch, vor mir steht der neue PA1000, das neue Mittelklasse-Modell der PA-Serie von Korg. Das heißt, hier unten steht das Topmodell, der PA4X Musikant. Hier haben wir den PA1000, da liegen wir ungefähr bei 2000 Euro. Und hinten haben wir noch stehen den etwas kleineren PA700. Die PA-Serie ist mittlerweile ausgestattet, der PA700, PA1000 oder auch PA4X mit einem 7 Zoll kapazitiven Touch-Display. Das heißt hier, das kann ich mir natürlich auch noch im Winkel so verändern, dass mich eben kein Licht auf der Bühne blendet. Da hätte ich nämlich heute hier schon ein Problem gehabt. Das kann ich einfach neigen. Das geht hier beim 4X natürlich genauso. Und beim PA700 ist das Display dann eben fest eingebaut. Aber vom Prinzip her genau das gleiche Display und kapazitiv. Das heißt, es funktioniert genauso wie bei einem iPhone oder wie bei einem Tablet. Und was ich damit alles für tolle Sachen machen kann, das möchte ich euch jetzt mal zeigen mit einem etwas neueren Style. Wir haben in PA1000 haben wir neue Dance-Sounds, wir haben EDM-Drum-Sounds mit dabei. Alle die Sounds gibt es dann auch für das Top-Modell. Ab letztes Jahr war es, glaube ich, Juli, gab es ein neues Update eben für das PA4X. Da haben wir dann diese Sounds und auch diese Styles mit dabei. Ich zeige euch mal, wie das hier so klingt und was ich dann mit meinem Touchpad, mit meinem neuen Display hier im PA1000 machen kann. Also hier haben wir jetzt mal ein bisschen moderneren Style und jetzt gehe ich auf meine Chaos-Pad-Funktion. Die habe ich jetzt auch in allen Instrumenten PA700, PA1000, PA4X. Und jetzt kann ich mit meinem Finger hier auf dem Display umherwischen, kann zum Beispiel mal ein paar Filter verändern. Das klingt dann so. Ich übertreibe jetzt auch gleich mal ein bisschen. Oder auch eine sogenannte Repeater-Funktion, aufgepasst. Also solche tollen modernen Sounds bekomme ich hier mit dem PA1000 ganz hervorragend hin, wenn ich eben mich meines Chaos-Pads bediene. Ja, wollen wir mal weitermachen mit dem Piano. Der PA4X, das Topmodell, das beherrscht die Streaming-Technologie. Das heißt, da kommt dann jeder Ton vom Piano so lange aus dem Speicher, wie er auch ursprünglich aufgenommen wurde. Das heißt, die Saite im Flügel klingt so lange aus, wie es im Instrument im eigentlichen Flügel auch getan hat. Dieser Samples haben wir uns natürlich hier beim PA1000 bedient. Streaming-Technologie gibt es allerdings nur im Topmodell, aber die Klaviere hier im PA1000 klingt ganz hervorragend. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Mal was Klassisches. Mal ein paar schöne Streicher dazu und ein bisschen Gesang. Schwelgen Fantasie, hab mich in dir gefangen, weiß nicht, wie mir geschieht. Wenn mich in deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deinen Arm. Halt mich nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. So klingt also das Piano, zum Beispiel mit ein paar Streichern hier im PA1000. Nehmen wir mal ein E-Piano, Fender Rhodes. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Man.
too familiar, and I don't see you anymore. I wouldn't leave you in times of trouble. We never could have come this far. Ach, wunderbar, so schön mit einem Fender Rhodes. Wir haben natürlich auch ganz viele von unseren DNC-Sounds. DNC-Sounds, das sind jene Sounds, wo ich durch Artikulationen eben andere, durch unterschiedliche Spielweisen, unterschiedliche Artikulationen abrufen kann. Wie zum Beispiel jetzt mal hier mit einer Violine. Ganz normal, jetzt spiele ich mal die Oktave Legato. Oder eben mit meinem Joystick oder hier mit meinen DNC-Tastern. Solche Sachen kann ich mit meinen DNC-Sounds machen. Wir haben tolle Kirchenorgel-Sounds hier im PA 1000, sowas zum Beispiel. Oder mal Tutti gespielt, das Ganze. Jetzt stehen die Gäste normalerweise alle auf. Ja, also die klingt schon wirklich ganz hervorragend. Tolle Akustikgitarre, eine Nylon-Gitarre haben wir hier an Bord. Kann ich das Klopfen auf den Korpus simulieren oder auch verschiedene Slides. Nehmen wir mal eine schöne E-Gitarre. Oder die verschiedenen Drums, die wir hier im PA 1000 haben. Wir haben mit dem PA 4X Musikant, haben wir damals die neuen Ambience Drums ins Leben gerufen. Die haben wir natürlich auch hier im PA 1000 vorhanden. Die klingen dann so. Und wenn ich jetzt meine E-Gitarren, die zum Teil clean aufgenommen wurden, dann durch meine Insert-Effekte im Instrument gebe, dann kann das richtig losrocken. Das wollen wir uns mal ein bisschen anhören. Also hier kann ich wirklich richtig losrocken oder einfach ein bisschen Rock'n'Roll spielen zum Beispiel. Same old place, sweet home Chicago.
Also so kann ich hier auch ganz gut mal ein bisschen Blues machen. Und ja, das schon mal so ganz grob dazu, was ich mit dem PA-1000 alles machen kann. Ich habe hier, um das mal ganz kurz vom Konzept zu erklären, ich habe hier mein Songbook, um komplette Registrierungen abzuspeichern. Das heißt, ich hole mir ein MIDI-File oder ein Style oder ein MP3-File, ein Text-File, wenn ich möchte, meine ganzen Spielsounds, die ich für einen Song zum Beispiel brauche, und packe das alles zusammen in einen sogenannten Songbook-Eintrag. Ich sammle mir also alles, drücke meine Songbook-Taste so für 1-2 Sekunden und dann kann ich das Ganze direkt abspeichern. Das kann ich dann auch genauso schnell wieder abrufen, einfach Knopf 2 drücken, und wenn ich jetzt dann alles richtig konfiguriere, kann ich mir direkt noch mein PDF-Dokument auf meinem iPad anzeigen lassen. Da ich jetzt aktuell hier mit 2 Instrumenten spiele, habe ich das jetzt nicht gemacht, aber ich kann einfach über die Nummern, kann ich die beiden koppeln, so dass ich ganz hervorragend, ganz schnell spielbereit bin. Der PA-1000 wird ab dem Sommer mit einer zusätzlichen Option ausstattbar sein, so will ich es jetzt mal sagen. Also es gibt die Musikant-Erweiterung für den PA-1000 ab dem Sommer. Und was Musikant-Erweiterung heißt, das weiß vielleicht der eine oder andere. Denn ein Instrument wie der PA-1000 wird natürlich gebaut und entwickelt, damit er rund um die Welt funktioniert. Nun ist es natürlich von Kulturkreis zu Kulturkreis wieder ein bisschen unterschiedlich und man hört andere Musik, man spielt andere Musik, und die Musikanterweiterung, die gibt uns das an die Hand, was wir hierzulande im deutschsprachigen Raum als Entertainer brauchen. Da zählt natürlich dazu ein bisschen Volksmusik, ein bisschen Kastenruder vielleicht, machen wir nachher gleich ein bisschen was. Helene Fischer brauchen wir auch immer wieder, vielleicht auch nicht. Ganz unterschiedlich, wir haben Disco-Songs dabei, alles mögliche. Ich zeige euch einfach mal einen kleinen bunten Blumenstrauß aus der Musikanterweiterung. Solche Sachen, jawohl, vielen herzlichen Dank. Sowas ist natürlich mit dabei, oder auch eine schöne Akustikgitarre mit Stahlsaiten. Kann ich dann solche Musik mitspielen? Letzte Nacht, wo ich schwere Partie für mich, dass ich nicht klar heimkomm, war von Anfang an klar. Ich habe natürlich auch wieder einen Vokalist mit an Bord von TC Helicon, dreistimmig ist er, und den schalte ich jetzt einfach mal dazu. Und sie sagt, wo sind wir nur so heimkommst, dann trau ich dir ein. Wo sind wir nur so heimkommst, dann viel Spaß und ich bin fort. Oder zum Beispiel sowas hier. Der Vokalist ist noch an, muss man natürlich ausmachen. Brenner, tut's gut, auf jeden Fall, Backmels. Wo ist der Platz, wo der Teufel seine Kinder kriegt? Wo ist der Platz, wo alles zusammenrennt? Wo ist das Feuer, hey, wo geht denn grad der Blitz nieder? Wo ist denn die Hütten, wo der Stadel, der brennt? Ein jeder, wo was nüssen, schreit mir nach der Wiesen, magst du essen, kann man sagen.
Oder ein bisschen was von den Kastelroter Spatzen. Jetzt haben wir die Spatzen da. Thomas. Immer noch liebe ich dich wie am ersten Tag. So wie wir natürlich die Kastelroter kennen. Oder wir machen ein bisschen was disco-mäßig. Oder ein bisschen Helene Fischer, auf geht's. So fing alles an bei Helene. Das wissen wir. So, und wer es jetzt nicht mehr mag, der kann jetzt einfach mal mit der Chaos-Funktion mal folgendes Spiel machen. Also so kann ich dann wirklich mit solchen Spielereien die Helene ganz langsam drehen. Oder auch ganz schnell, dann ist es schneller vorbei. Genau, also solche Sachen, solche Spielereien kann ich hier mit dem Chaos-Pad machen. Wir haben schöne Chöre dabei, die wir natürlich im PA4X Musikant damals auch schon hatten. Damit lässt sich ganz hervorragend Howie spielen, natürlich. Im PA 1000 haben wir 430 Styles plus die Musikant-Erweiterung, dann sind wir bei über 600 Styles. Also ganz hervorragend. Ich freue mich riesig, ich freue mich. Ein Jahr lang war ich ohne dich. Ich brauchte diese Zeit für mich. Kann sein, dass ich ein anderer bin, als der damals von dir ging. Alles das haben wir hier mit an Bord, aber nicht nur eben Schlager und Volksmusik, sondern natürlich auch ein bisschen was anderes. Now this is not a time for place for broken hearted, 'cause this is the end of the rainbow, and no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Alles das in der Musikant-Erweiterung, die es dann ab Sommer zusätzlich dann im Handel zu haben sein wird. Wir haben tolle Saxophone mit dabei, auch eben von unserem PA4X mit den verschiedenen Artikulationen jetzt mal im Satz gespielt. Wunderbar, sehr schön. Dann haben wir auch eine Zugriegelorgel an Bord. Die lässt sich auch ganz hervorragend über dieses Display, weil es eben kapazitiv ist, also wirklich so funktioniert wie beim iPhone, einfach wegwischen. So kann ich hier meine Slider einfach ziehen und ein bisschen Mucke machen. Musik.
oder tolle Oldies, wie zum Beispiel unsere liebe Marina. Wir müssen die Titel jetzt alle nur noch ganz kurz spielen, denn die Zeit rennt. Denn ja, so geht ein Abend, so würde ein Abend jetzt natürlich sehr schnell vorbeigehen. Aber wir brauchen natürlich für jede Musikrichtung was. Und so haben wir natürlich auch tolle Bläsersätze hier mit dabei. Hier zum Beispiel für Happy Luxemburg. Ja, also so viel schon mal dazu. Wir haben eine kleine Rundfahrt gemacht. Ich habe euch längst nicht alles zeigen können, was im PA-1000 steckt. Hinten haben wir ihn stehen, PA-1000, da in der internationalen Version. Und alle weiteren Fragen können wir jetzt natürlich gerne direkt dann im Anschluss noch, könnt ihr alle noch Fragen stellen und selbst mal hinten Hand anlegen am Instrument. Auch der PA-700 und auch das Topmodell PA-4X Musikant steht auch hinten. Und dann sage ich schon mal vielen Dank an der Stelle. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Messe. Wie gesagt, Fragen nur her damit. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.